Sehr schön, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich habe folgende Sache entdeckt im Schnitt. Folgende Sache. Ach du Heilige. Und zwar, das ist ja so weitläufig. Und zwar hier. Vergessene Plateau, da habe ich im Schnitt gesehen, dass da noch einen Weg gibt im Schrein des Lebens. Da will ich noch gerne mal hin. Hier. Okay. Ein Jägerversteck. Bananen. Haha, der edle Ritter auf der Suche nach meinem nächsten Mannschaft mich auf eine einfache Falle gefallen. Dieses Geheimnis lange für Dinge, die wir im Untergrund finden. Nun, da du es gesehen hast, muss ich dich töten. Das ist sein Ende. Okay. Komm her. Oh, tschüss. Das war's? Das war's. Ja, dann... Hi. Wurdest du hier geknechtet oder was? Autorisierung erfolgreich. Ich danke dir für die Vertreibung der Eindringlinge, Link. Sie waren es, die mich aus dem Untergrund herbrachten. Es ist mir zurzeit nicht möglich, in den Untergrund zurückzukehren. Daher werde ich meinen Aufgaben hier nachkommen. Im Untergrund war ich mit der Verwaltung der Bauplansteinplatten betraut. Einst konnte man dort viel Sonanium finden. Es gab eine florindierende Schmelzhütte. Ich sollte dir etwas überreichen. Jedoch, leider hast du die nötige Bedingung nicht erfüllt. Bitte begib dich zur verlassenen zentralen Mine im Untergrund. Zentralmine im Untergrund. Zentralmine im Untergrund. Gesundheit? Wo war denn hier die Zentralmine im Untergrund? Kundenebene. Magierstatue. Hier? Okay, aber dann müssen wir das hier jetzt erstmal vormerken. Nee. Karte, ja, falsch. Falsch gewesen. Da machen wir jetzt noch einen Schatz hin. Weil das ist eine Sache, die wir jetzt noch nicht freischalten können. Ansonsten, wir können mal gucken. Haben wir noch ein Album, genau. Wir können ja mal die Tränen abarbeiten.
rechts neben Schloss Hyrule, ja? Da ist ein Purapet. Rechts und links. Rechts und links. Das sind zwei Sachen so, ja. Das haben wir. Den haben wir auch, aber rechts von Schloss Halbo ist ein Purapet. Das sollten wir uns angucken. So, aus den Ojamio-Schrein müssen wir jetzt westlich gehen. Nehme ich jetzt mal an. Genau, bombardier hier mal alles. Seht da hinten auch nochmal einen Schrein? Waren wir da schon? Nee, waren wir nicht. Könnte durchaus sein, dass da auch irgendwas ist. Wir können also den Schrein erstmal hingehen, wenn wir das schon mal begutachtet haben. Sehe hier aber auf den ersten Blick nichts. Was jetzt, Relevanz hat. Oh. Friedhofbrücke. So, jetzt erstmal nichts. Oh, die Viecher, die lassen wir mal Viecher sein. Das lassen wir mal schön Viecher sein, da. Ah, hier irgendwo in die Gegend. Da qualmt das. Das ist aber kein Monsterlager, ne? Oder ist da ein Ponyhof. Sieht so aus, ne? Aber das ist auch ein Schrein, den wir... nicht erkundet haben. Oh, die Musik. Die kenne ich. Nö. Im Zepap-Schrein waren wir noch nicht, haben wir noch nicht gesehen. Rückwärts gewandt. Okay. Ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne, gibt es anscheinend nicht. Dann müssen wir dann doch die Zeit zurückdrehen. Oh. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu früh. Ja. Ich war da ein bisschen zu früh. Und da war ich zu blöd. Also nochmal zurück. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt muss ich erstmal richtig hinsetzen. So. Super. Okay. Okay, da ist schon mal die Truhe. Also, da würde ich jetzt einfach mal mit einer Feuerwurf drauf klatschen. Gut.
Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch rüber. Ja. Okay, die Truhe war eigentlich jetzt relativ easy. Und dann müssen wir mit der Zeitumkehr wieder zurück. Okay, das war relativ einfach. Starker Konstruktbogen. Haben wir schon wieder so viele. Alt. Aber sagen wir nicht nein zu, ja. Warte. Ich sollte mir mal angewöhnen, schon vorher draußen stehen zu bleiben. Das hat auch alles funktioniert hier. So. Oh. Ach so. Sollten wir vielleicht mal anzünden, wa? Kriegen wir das doch so? Nö. Kann ich aber da durchschießen? Nee. Ach, Mensch, dann machen wir das eben so. Das Fackengeräte. Ich hab's mir gerade anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich eine Fackel ausrüsten. Aber ja, ist mir ja jetzt. Apropos, wir sollten mal hier vielleicht auch mal hier ein bisschen was verschmelzen, ne? Oder hier jetzt aber runter. So, hier wieder ein Beilrätsel, ja? Truhe haben wir ja jetzt schon gekriegt, anscheinend. Oder? Ja, haben wir. Aber ist das jetzt das? Kommt mir ein bisschen so einfach vor. Ja, gut. Hä? Okay, verstehe. Hier ist also noch ein Ver... ich glaube, ich weiß. Im Prinzip haben wir das eigentlich schon richtig gemacht. Jetzt sieht zwar die andere Tür auf. Und dann müssen wir aber dementsprechend schnell sein, habe ich so das Gefühl. Ja. Nein! Ja, komm. Scheiße. Mann, oh. Nee, aber der Prinzip dahinter ist ja eigentlich jetzt nur noch den Ball jetzt zurück. Der geht jetzt auf die anderen Plattformen. Ja, smart. 500 IQ, Jungs. Sehr schön. Haha. Cool. So. Okay. Ich mag die Musik. Die finde ich schön. Ist ja zwar dieselbe von Breath of the Wild, aber trotzdem sehr schön.
So, aber hier müsste ja irgendwo eine Sache mit dem Pucherpad sein. Aber warum ist das so ein großes Lagerfeuer? Könnte es sein, dass das da hinten nicht richtig geladen ist? Das sieht richtig strange aus da hinten. So, aber wir müssen weiter. Ja, hier so die Ecke müssen wir eigentlich hin. Das heißt Richtung Todesberg. Und dann ist da eigentlich. Der müsste auch. Ja, was ist nicht, was da ist. Ich denke mal, das ist hier. Mir fällt das gerade nicht ein. Ponyhof. Nee. Raststätte. Na, Raststätte können wir auch sagen. Müsste das aber so sein. Laufen wir mal hier lang. Das sind Eidechsen. Aber warum das so ein großes Feuer ist, das weiß auch keiner, ne? Und auf jeden Fall Türme. Türme brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Haben wir eigentlich ganz gut eingekauft. Ah ja. Was ist das? Das ist ja eine richtige Höhle. Und hier sind auch zwei Leute. Hier ist ein Lager. Ein Stall, Mensch. Ein Stall. Jetzt kam es auch. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Dann fällt mir was ein. Du bist der Hammer, Bruder. So schlau wie du bist, schaust du bald unser. Garantiert. Momentchen mal, Prissen. Hey Kai, hast du öfter mal wildfremden Leuten zu, wenn sie was profitabel zu bereden haben? Frechheit. Uah. Wo kommt der denn her? Hat der etwa alles mitgekriegt? Ist eine Anspielung. Wir haben die Schatztruhe als erstes gesehen, also gehört sie uns, kapiert? Dazu ist darum nur bodenloses Moor. Kein Halt, keine Überlebenschance. Und der Schatz ist ganz sicher in der Truhe. Ich kann es einfach spüren. Rand halten, Prissen. Kannst du ihm ja gleich eine Karte aufmalen. Entschuldige, Bruderherz. Ist mir so rausgerutscht. Kommt nicht wieder vor. Mann, oh Mann, da grübelt man sich den Ast und wird dazu noch hier starten. Behalt das Ding im Ohr, ihr Klo. Und du hörst Erbaches Schatzsuche bei der Arbeit zu stellen, klar? Bist du uns im Weg? Unser Schatz. Hier ist nichts zu bewegen. Wir könnten mal was tun. Warte mal. Warum warst du jetzt auf der Säule nicht drauf? Sagen Sie mir dies. Die Höhle gehe ich auf ihn. Huch. Eine Nachricht gekriegt hier? Egal. So, nein! Stehen bleiben. So. Kriegen wir den hier irgendwie. Ja. So, jetzt müssen wir uns den Kopf machen, wie wir da jetzt am besten rauskommen aus der Sache. Hoch mit dir! Ja! Mein Schatz! Na, schöne Donnerblumen, na. Hör mal! Jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt dazu sagen sollen. Sind denn die? Hier. Alles weg!
Oh, ganz nicht mehr lang. Bald schon fällt mir ein, wie wir uns die Schatz holen. Wo ist denn der auf einmal hin? Junge, unser Schatz! Nicht verzahnen, pressen, fragen. Der Typ hat ihn in den Stich geschnappt. Was? Pressen? Hast du etwa nur dumm auf die Truhe drauf geschaut? Im Auge behalten, Nächste. Hab ich doch auch. Nicht nur in ein Ohr in Bienen, mindestens. Und deswegen habe ich auch gesehen, wie der Typ hier sich das alte krallt hat. Das habe ich nie gesehen. Du hast nur drauf geschaut, anstatt Wache zu halten, dem Kerl mal auf den Finger zu kloppen? Pa, ist gut, wer zuerst kommt, krallt zuerst. Die Sache ist für uns zu laufen. Aber du da, du hast ziemlich was auf den Kasten, weißt du was? Bist du etwa auch noch ein Schatzjäger, so wie wir? Ja, sag schon, bist du in Klee von uns? Du bist doch schon etwa auch hinter dumm Ram das Schatz her, oder? Ram das Schatz? Entschuldige, ja, komm. Kannst du also nicht, daher wirst du wenigstens schon mal kein Schatzjäger sein, Feen. Das ist hoch, ja, wenn ich dir darüber was verrate. Man ist ja kein Unmensch, wenn einer zuschaut. Räuberkönig Ramda war ein im ganz Königreich bekannter Strolch, der Unheil stiften konnte, wie kein Zweiter. Dazu war Ramda auch echt eitel und hat sich seit seines Lebens eine riesige Kleiderkollektion zusammengerafft. Kauft mir Merch. Und wie das Leben so spielt, soll dieser millionenschwere Modeschatz irgendwo in der Highway versteckt sein. Wir wollen unser Glück mal in den ganzen Höhlen versuchen, die der Kataklysmus aufgerissen hat. Zuerst in Elding, gleich hier um die Ecke. Also noch ständig der Tönnisbach. Aus Bach konnte man sich ja nicht dorthin bewegen. Nun ist alles schön runtergekühlt und voll mit felsigem Untergrund. Und wo viel Fels ist, da sind auch viele hübsche Höhlen. Unbekannt, unerforscht und eigentlich schatzverdächtig. Sag mal, du seid eine unerträgliche Plaudertasche. Kann man dich auch irgendwo abstellen, oder bindest du das Präsidium dahergelaufen und deine Lebenspläne auf? Also, pardon, bitte behör das wieder. Also rückwirkend, ja? Unser Schatz. Ramdas Schatz. Da ist noch ein Brunnen. Kommen wir da so rein. Rauchudorf Ruine. Und Brunnen der Rauchudorf Ruine. Moment. Ist da ein Loch? Oh, viel ist hier nicht, ne? Hier ist ein Schiff für den Sumpf. Deswegen wahrscheinlich die Bretter. Aber die Dinger, die nehme ich mal auf jeden Fall an mich hier. Die können wir unten hier brauchen, in den Untergrund. So. 1, 2, 3, 4. Okay. Klopp ich das mit. Jo. Machen wir das so. Na toll. Ich hab mir aber schon fast gedacht, dass das kaputt geht. Ja, dann können wir eigentlich wieder hoch. Hier ist ja nichts mehr, oder? Wo ist das die Leiter dazu? Hey, wo? Alles gut. Ja, dann gucken wir uns mal die Höhle an, würde ich sagen, wa? Aber da gehen wir mal weg. Wo waren denn hier? Es erinnert mich so ein bisschen an Link's Awakening. An das Sumpfgebiet, den halt Dungeon-Eingang. So ein typischer Oldschool-Dungeon-Eingang. Da gehen wir mal einfach mal rein.